Ja? Ja. Sina 1, die erste. Boah, krass. Also es ist halt, diese Herausforderung, speziell jetzt als Mutter, ist natürlich irgendwie, also man denkt da 50 Sachen gleichzeitig irgendwie. Also man freut sich und man ist aber auch irgendwie so ein bisschen überfordert, weil diese Organisation 4 Monate weg, geht das überhaupt? Darf ich das? Dürfen? So, also es ist, es waren ziemlich viele gleichzeitige Gedanken und dann habe ich gesagt, nee, jetzt eins nach dem anderen. Weiß ja noch gar nicht, ob es überhaupt dazu kommt. Es war ja erstmal nur so eine Anfrage und da muss man ja herkommen und ein bisschen reiten und mit den Hicks reden und sich beschnuppern sozusagen. Und deswegen habe ich erstmal gedacht so, keine Panik, ich eins nach dem anderen. Und dann, wie kam die Entscheidung dann? Ziemlich flux. Also ich war hier, das war glaube ich Dezember und dann vorgeritten auf dem Platz und dann sind wir wieder zurück ins Büro. Und dann haben die Hicks gesagt, ja. Und ich so, okay. Mich wird keiner sehen! Mich müsst ihr töten, wenn ihr meine Ehre wollt! Oder gibt es hier vielleicht noch irgendjemanden, dem Tugend und Unschuld noch etwas bedeuten? Unschuld und Tugend. Selma, ich finde die ja gar nicht so unschuldig. Also ich finde, ich meine, klar, sie hat als Figur, aber sie bedroht die Wanderer dann zurück mit dem Messer zum Beispiel. Oder ja, sie packt halt hier mit ihrer Mutter, ist eine ordentliche Arbeiterin, die packt halt an. Dem Klaus geigt sie auch mal ihre Meinung. Also ich finde, sie ist schon natürlich keine Böse, aber sie ist auch kein Mäuschen. Also sie ist jetzt nicht nur die Unschuld und ha. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich finde sie so gesehen rund. Ich bin ja doch eher still, wenn ich noch nicht so richtig weiß, wo ich mich einordnen soll. In so einem Ensemble, in so vielen Menschen und so viel, was da so auf einen einwirkt. Ich habe gemerkt, so, dass ich nicht viel zu sagen, also dass ich nicht so sehr viele Impulse hatte, was zu sagen. Ich bin dann eher so, ich wollte das erstmal beobachten und auf mich wirken lassen. Habe einfach mir alle angeguckt und versucht, mir so ein Bild so schnell wie geht irgendwie da einzutauchen in diese Welt hier. Und aber es ist wirklich wundervoll. Also die Kollegen sind alle grandios. Sind einfach wahnsinnig schöne Menschen von innen und von außen und macht ganz viel Spaß hier mit denen. Wie gefällt dir die Zeit Mittelalter, dass es im Mittelalter spielt? Grandios, das liebe ich. Also ich bin, bisher war es mir verwehrt und das ist auch so ein Teil, also das erfüllt mir hier auch so einen Traum. Ich werde immer so ein bisschen belächelt, mein Freundeskreis, die sind alle da nicht so scharf drauf, aber ich liebe Mittelalterfeste. Und ich gehe da richtig auf und wenn ich Dudelsäcke oder Trommeln oder diese Fiedeln höre, diese Musik, kriege ich immer sofort Tränen in die Augen. Es ist wirklich total absurd. Und irgendwas ruft mich da immer. Es ist wie eine Es ist so, wenn ich diese Musik höre und in diesem Ambiente, wenn es wirklich schön ist und gut gemacht ist und nicht nur irgendwie so auf Kommerz ausgelegt ist. Wenn es wirklich schön ist, dann will ich da nicht mehr weg. Es ist einfach wie zu Hause sein. Das ist simple Leben, dass man wirklich irgendwie keine Uhren, man macht seinen Job. Also in Schottland war ich in einem Schloss. Dort hat eine Künstlerin einen großen Wandteppich, der da hing, einfach mal nachgemacht mit denselben Fäden, das selber gefärbt mit den gleichen Mitteln, so was wir noch wissen, wie das damals wohl war. Und sie hat das 1:1 versucht, genau so zu machen. Und das hat sie 11 Jahre gekostet. Für einen, ich meine, der war groß, aber für einen Teppich 11 Jahre. Und das heißt wahrscheinlich, jemand, der damals Teppichknüpfer war, der hat von so einer Größe 2, 3 in seinem Leben gemacht und das war's. Man war reingeboren in seinen sozialen Stand, viel aufsteigen oder absteigen, ja, ein bisschen, aber nicht sehr viel. Und das war aber auch alles okay. Und es gab ganz klare Strukturen. Wie gesagt, sehr romantisiert, es war bestimmt sehr schlimm auf der anderen Seite für manche, aber
Ich finde das, find diese Vorstellung, dass man nicht immer allem hinterherhecheln musste, auch irgendwie schön. Du hast Jura studiert, ne? Mhm. Also das war wirklich eher so, das ist mir passiert. Ich habe Jura studiert, ja, und ich war dann scheinfrei und wollte mich dann so ans, ich hätte bald mit dem Repetitorium angefangen. Das macht man so vor dem ersten Staatsexamen, wiederholt man nochmal alles im Schnelldurchlauf und das macht man mit diesen Reps, wie sie heißen. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen. Ich war in einer Agentur, aber keiner Schauspielagentur, weil ich Werbung gemacht habe. War Foto, nicht Bewegtbild. Und die haben mich dann angefragt für eine Comedy-Show für RTL. Und ich dachte, was soll ich denn da? Also zum Casting, zur Comedy-Show. Also ich bin nicht lustig, was soll das? Und dann haben die halt irgendwie nur gesagt, so komm halt die Klappe, geh da jetzt hin. Habe ich gemacht und es hat halt geklappt. Also dann das Casting erstmal, dann haben wir den Piloten gedreht, dann wurde der Pilot gekauft, dann ging es weiter und irgendwie habe ich dann, also ich wollte das immer machen, aber ich hielt mich nie. Meine Eltern sind auch eher so bodenständig. Ich habe da einfach keine Berührungspunkte gehabt. Für viele Eltern, die eher auch aus so einem, die nicht selber auch in so einem künstlerischen Bereich arbeiten, ist das erstmal ein bisschen irritierend oder man macht sich Sorgen vielleicht auch so ein bisschen ums Kind, ob das denn wohl klappen wird und ob sie dann sich ernähren kann und ja, wahrscheinlich waren da solche Gedanken dabei, aber sie haben mich auf jeden Fall in Ruhe gelassen. Die lassen mich da machen. Aber es gibt so manches, was einem einfachen Mädchen das Herz zum Schmerzen bringt. Ich habe mit 6 angefangen zu reiten. Relativ, wir haben wie die meisten Mädchen so Reiterhof und mal Reiterferien gemacht. Und dann halt, Mama, ich will reiten. Und das haben unsere Eltern uns ermöglicht, meine Schwester auch. Dann hatten wir erst eine Reitbeteiligung, dann hatte sie ihr eigenes Pferd, dann hatte ich mein eigenes Pferd, dann hatten wir 2 Pferde. Ja, und dann sind wir jeden Tag geritten. So bis ich ungefähr 16, 17 war, dann Abitur und so, das hat dann alles so ein bisschen, das wurde dann zu viel, dann musste man das irgendwann aufgeben, erstmal wieder. Und dann habe ich 22 Jahre nicht geritten und jetzt hier wieder. Ich bin flink mit dem Messer und eure Kehlen nicht sicher. Wenn das Messer steckt, freue ich mich. Das auch nicht jeden Abend ist, aber ich arbeite dran. Ist gar nicht so einfach, dieses Messer. Bringt mich immer zu Weißglut. Wenn das so ist, dann stirb! Gott, nimm mich in deine Arme! Nein! Ganz viele Leute glauben, dass ich das bin da oben und dass ich diesen Sprung selber mache und ja, ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mir diese Lorbeeren gar nicht aufsetzen will, weil das ist nicht mein Verdienst. Dieser tolle Sprung, den macht der Timmy. Und jeden Abend. Und ich, aber wie gesagt, deine eigene Mutter hat gedacht, ich wäre das. Sina, machst du das wirklich? Nein, mach mal. Alles gut. Der Botten, diese Kulisse, dieser riesen Sandspielplatz. Und dann halt die Vorstellung da mit Pferden und wie das alles dann explodiert. Und ja. Es ist einfach bombastisch. Ich liebe die Gespräche mit meinen Kollegen. Ich genieße es einfach sehr, dieses soziale Miteinander, dieses leichte Kommunenleben. Das ist genau mein Ding. Ich meine, das Feuerwerk, die Knallerei, die Pferde, die Kutschen, diese Riesenscheier, die wunderschönen Friesen.